Okay, wir bauen jetzt auf Luft um, beziehungsweise wir haben wunderschöne Aircups aus Pollen, ne? Ja. Wohl's gut. Wohl's gut. Pinguin! Kurva Pinguin! Auf jeden Fall habe ich nach der letzten Saison 2023 schon gesagt, Bruder, Static und Trailern ist so eine ganz andere Sache für sich. Weil du bist eigentlich bei jedem Mal, wenn du irgendwo hinfährst, damit beschäftigt, das Auto hochzuschrauben, runterzuschrauben, hochzuschrauben, runterzuschrauben und Teile abzubauen, Teile wieder dran zu bauen. Ich meine, das wird mit der Frontschubstange sich nicht ändern, aber wenn ich fahre, brauche ich nicht wieder hoch- und runterschrauben und die Karre immer wieder aufbocken. Und deswegen werden wir da jetzt... Bumpen! gut. Okay, und weil ich auch nicht hier, wie heißen die Dinger nochmal, die man zwischen den Federn steckt, damit der nicht federt? Federwegsbegrenzer. Sind das die? Auf jeden Fall haben wir diese, ja, also diese Stopfen habe ich hier nicht zwischen machen wollen, damit die Feder nicht mehr federt, also dass das Federn quasi stillgelegt wird. Dann könnte man natürlich auf einer gewissen Tiefe fahren, so dass hier hinten das Felgenhorn nicht reinknallt, aber das wollte ich jetzt nicht und deswegen habe ich mich jetzt für die Aircups entschieden. Was denn? Warum? Ja, Pirdole, gib bitte! Bomber, Kurva! Das ist wirklich ein sehr verwirrendes Intro. Auf jeden Fall. Das hat jetzt kostet einen Tausender und ein Luftfahrwerk würde jetzt 2-3k kosten, Minimum. Wenn man es neu kauft, wahrscheinlich sogar 4 mit Steuerung. Da ich das für meinen Anwendungszweck eigentlich nicht brauche, weil ich eigentlich nur ein Knöpfchen haben möchte, um das hochzuliften, habe ich mich dafür entschieden. Du brauchst nicht den ganzen Weg, du brauchst nur den kleinen Weg. Genau, also wie beim Aventador, ist ja fast das gleiche Auto. Ja, vom Wert her. Das Einzige, was jetzt spannend wird, ist, ob der Aircup hinten mit der Felge in Berührung ist oder nicht. Ja, ein bisschen Material, ne? Ja. Ein bisschen abschleifen. Und der Wachtmeister, das ist original. Ach so. So, über den Aufklärer, ich schwöre. Justin ist heute da für die Elektrik, soweit er kommt. Also soweit eigentlich so der Plan. Bin mal gespannt. Soweit so schlecht. Genau, den Tank hinten im Kofferraum rein, Ersatzradmulde funktioniert nicht. Weil der einfach zu hoch ist und mein Ersatzrad gefühlt nur 14 cm hoch ist und der Tank irgendwie schon 23 hoch ist, also funktioniert das von dem Gesichtspunkt her nicht. Aber alles andere müsste jetzt funktionieren. Also Innenraum zerlegen, Federbein raus, draufstecken und let's go. You can talk to me. Just don't get your feelings on my leather seats, wow. I don't wanna clean it up. I already feel enough. You can talk to me. Just don't get your feelings on my leather seats, whoa. I don't wanna clean it up. I don't wanna feel in love. Yeah. Say you need a helping hand. I'll be there to understand you. Keep in mind I'm just a man. There's a lot to comprehend you. Talk a lot but never do. What has gotten into you? Can't you see that I'm in pain? Only you has got the blues. Funny how that's playing now, yeah. All your problems air them out, yeah. Go ahead, I'm all ears. Problems big, they paw pierce, yeah. Think I've heard it all before.
So, wir schreiten voran. Es ist mittlerweile schönes Wetter draußen. Wir haben bis jetzt soweit alles vorbereitet. Heißt, unser Brettchen ist soweit fertig gebaut. 3 Zwei-Wege-Ventile liegen bereit. Kompressor ist verbaut, Tank ist verbaut. Wir haben Masse schon gelegt, durch die Spritzgusswand hinten durch am Turbo. Das Kabel muss ich jetzt noch verlegen und den Schuh für den Pluspol bauen. Im Raum sieht es aktuell so aus. Der Schalter ist dort, den müssen wir dann noch präparieren. Die Leitungen laufen dann entlang hier durch, hier hinten rein und kommen dann letztendlich dort raus. Und das Brettchen wird dann hier liegen und wir werden uns dann ein Verkleidungsbrett machen, weil ich den Kofferraum regelmäßig brauche, wenn ich mit dem Wagen fahre für Werkzeuge und so weiter. Wir kommen mit den Luftleitungen einmal raus für links und einmal raus für rechts und versuchen die dann hier lang zu führen hinter dem Verkleidungsbrett und dann dort hinter, dass das dann auch auf jeden Fall sitzt. Dann können wir mit dem Brett von Patrick den alten Alcantara Dachhimmel verkleiden. Das müssen wir dann noch zurechtsägen. Und ja, dann haben wir noch ein, zwei Sachen, die wir noch brauchen zum Verbauen. Einmal Silikonentferner, die Magnete für das Verkleidungsbrett, damit man das einfach an- und abnehmen kann. Und solche nicen Plättchen, wo man die Kabelbinder drauf machen kann. Der Unterboden vom Subaru, so clean, dass keine einzige Leitung hier lang läuft. Das sieht man hier, dass nichts, also man könnte die jetzt nirgendwo mit Kabelbindern einfach dran machen oder durchlaufen lassen, auch nicht durch einen Holm und so. Eine Abgasanlage könnte man, sollte man aber nicht. Werden wir uns dann hier einen Weg lang kleben, bis wir dann letztendlich in dieses Löchlein da reingehen, rechts und links. So, das werde ich jetzt als allererstes machen und dann werde ich die Verkabelung machen und dann hoffentlich kann man das Ding dann auch mal fitten bzw. mal ablassen auf die Felgen, schauen, ob das mit Felgen in Kante passt mit den R-Cups. Und ich würde sagen, go for it! Yes, I am. I want you to need me like I want you. I want you to know I understand how it felt for each time that I hurt you, girl. And I'm so alone that it feels like nothing helps. Can't stand to see you with someone else. When I grow up, don't you think that I'll forget the way you show love? We're nothing like we said that we'd be when we grow up. I'm filled with doubt and tired of betting on my own luck. I needed reasons to believe that I can maintain until I met you and I learned you felt the same thing and showed me that I'm not alone no matter what things they might say today. Won't you be my soul to squeeze? Don't know what this means, I just need some clarity. Once I find my way, I'll be in a brighter place. I know what it takes, this might be the only way to go on. I'm in my own way, everything is so wrong, but I'll be okay. I know that you'll hold on with me imperfectly, that's fine with me. Come right, I want you to see me as I tell her I don't wanna die. So, also, dieser Bruder hat mich offiziell gefickt. Folgendes Problemchen ist aufgetreten im Umbau von diesem tollen Luftfahrwerk. Wir haben dieses wunderschöne Problemchen. Das heißt, Verstellteller ist zu nah an der Felge. Das heißt für uns oder für mich, dass ich jetzt eine kürzere Feder besorgen muss, weil dadurch, dass man für die Aircups 3 cm tiefer schrauben muss, um quasi auf der gleichen Höhe zu bleiben wie vorher, sind jetzt die Verstellteller um 3 cm weiter runtergekommen. Und das war genau der Platz, wo ich vorher Glück hatte auf der Tiefe, damit ich auch noch fahren konnte. Und dass es gepasst hat, weil ich hatte irgendwie in Erinnerung, ey yo, das könnte vielleicht knapp werden mit dem, ja, Fitment hinten hinter der Felge. Und jetzt ist es halt so aufgetreten, dass durch diese 3 cm tiefer
es nicht mehr passt. Das heißt, ich muss jetzt kürzere Federn kaufen. Nur das Problem ist, wir haben in 14 Tagen Ausfahrt. Das heißt, ich muss jetzt schnell eine Feder finden. Ich weiß noch nicht, welche Variante ich anwende, aber irgendeine Variante muss passieren. Ich werde jetzt die Federbreite ausmessen, der Innendurchmesser, Außendurchmesser und die Länge. Und dann hoffe ich, dass wir im nächsten Cut kürzere Federn haben. Break it all like a Pop-Tart. She keep bringing up the past like she Nardwuar. Yeah, on the gram all day she been creeping. Call me up, I can tell she been drinking. Asking me what's wrong with me. All the other part of me, as far as I can see, there ain't no you and me. And my eyes turn red, with my stomach turning inside my chest. I'm thinking what I could have said instead. And if it's possible to see you, yeah, but I don't really wanna be at all. That you gon' be okay. If I was really gonna end it all, so I'ma tell you I don't feel this way. Tell her I don't wanna die right now. I just been a little sad, but my life is pretty red. Little shy, wanna cry right now. Tell her look into my eyes, everything will be alright. I don't really wanna die right now. Ja. Das, meine lieben Freunde, war's ja wieder komplett. Ach, jemini. Digga. Hinten ist in Ordnung. Aber dürfte auch ruhig 2 cm oder 3 tiefer? Oh man. Ja. was ist passiert? Was ist passiert? Passiert ist, wir haben jetzt von hinten nach vorne getauscht. Die Federn hatten genau die gleiche Maße, nur unterschiedliche Längen. Hinten war 20 Millimeter länger als vorne, habe ich mir als Fallfeld gedacht. Jo, tausche die Federn von hinten nach vorne, weil dann gewinnst du hinten zum Felgenhorn 20 mm Platz. Und jetzt habe ich hinten Platz gewonnen, komme aber nicht tiefer, obwohl ich 2 cm tiefer gerne möchte. Und vorne bin ich jetzt mit den Air Cups und den neuen eingebauten Federn, ich glaube 50 mm höher gekommen, weil ich nicht tiefer kann. Ja, jetzt müssen wir neue Federn bestellen und da führt gerade kein anderer Weg dran vorbei. Trotz alledem werden wir jetzt so weitermachen, solange wir auf die Teile warten. Die Zeit rennt, wir haben noch 7 Tage Zeit, da bis dahin muss die Karre laufen, weil sonst, ja, muss ich das ganze Kit wieder ausbauen oder ich fahre die ganze Zeit abgelassen, das wäre auch blöd. Aber ich denke mal, das kommt pünktlich an. Haben wir hier schon mal Platte reingelegt, die Justin vorbereitet hatte. Und haben uns dafür entschieden, dass die Schläuche da rauskommen. Jetzt werde ich das so machen, ich werde die Platte nochmal rausnehmen. Ich werde den Teppich rausnehmen. Ich werde mir eine schöne USB-Platte zurecht sägen, die ich unten reinlegen kann, die ich dann auslegen kann, weil hinten ist es höher, vorne ist es niedriger. Außerdem kann ich hier nicht so gut Gepäck draufstellen, weil hier diese komischen Platten drin sind. Ich glaube, die hat fast jeder Japaner drin. Auch der Skyline hat die und die wölben sich halt fucking durch. Das ist halt richtig Pain. Also vernünftigen Untergrund schaffen, austarieren, gerade machen, dann das Ding da rein fetzen und dann werden wir auch schon die Schläuche und die Kabel anschließen. Das gilt es jetzt zu tun und ja, wir hoffen mal, dass es die ganze Geschichte noch gut ausgeht, dass es hier alles zeitig beendet wird und dass ich zeitig fahren kann in der Saison. Ich würde es so gerne tun. It's like the harder that I try, the further I fall from my God. Don't you find that up? Trying to find my best in you. I can't keep up this facade. Don't you find that hard? I just need some time away. I'll plan out this great escape. I just want you. Oh yeah. I just want you. On my culture, I'm an outcast, this path will have me
thrown to the vultures, I'm prone to lose focus. My soul's in hypnosis, of silence is golden. My mind is touched, blessed, all I'm owning. I'm lost, something like a castaway. Waiting these waves, hoping that they take me past this place. Remove my master, masses selling passes, masquerade. My master set the mast, I muster up a seed of faith. Yeah. Now I'm leading toward an epic change. My dream in terms of being leading on his mighty name. My said rearrange, escape is written on his page. I'm on a course of ease of pain, at lost to see, I see your ways. Who am I to question path and plans? True joy transcends the rolling ways of circumstance. A circumstance, yeah. Hold up. In this moment I accept your acceptance. Particle of your grace, object of affection. Called chosen, predestined, elected. Crashed by the wayside, saved from the wreckage. Ja, so. Das Auto ist gefittet, die Federn sind ausgetauscht. Hier sind sie. Ja, mit der Tiefe bin ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr zufrieden. So, was ist passiert? Wir haben die Federn eingebaut. Das System läuft, lässt alles ab, macht alles drum und dran. Ich zeige euch jetzt einmal, wie ich es verbaut habe. Das ist jetzt eine Holzplatte, die wird jetzt noch verkleidet. Die ist jetzt einfach nur zack mit hier drei Magnetos befestigt, die man dann einfach hochklappen kann. Wir haben noch einen Hitzeschutz angebracht an den Kompressor und ja, wir haben hier die Ventile liegen und alles schön verlegt und das geht dann jetzt quasi da rein und runter zu den Aircups. So. Wenn der Wagen an ist, ja dann hört man die kaum, aber wir lassen den jetzt mal kurz hochpumpen und dann fahren wir den mal rauf und dann fahren wir den auch mal raus. Und dann schauen wir mal, wie das ganze Ding aussieht. Ach ja, und was gibt es noch zu sagen? Diese Platte ist jetzt nochmal auf Magneten angelassen. Das heißt, ich habe jetzt hier eine neue Platte gebaut. Da sind Magneten eingelassen und diese Grundplatte, die arretiert sich jetzt quasi an einem Magneten und bleibt an seiner Position. Das heißt, ich habe eigentlich so keine Verschraubungen. Wenn ich Wartungsarbeiten machen muss, dann kann ich die Platte einfach hervorziehen. Zum Beispiel die Flüssigkeiten aus dem Tank rausbringen oder die Schalldämpfer bzw. die Entlüftungsventile neu reinpacken, ohne mich da immer einen abzuassen. Das heißt, ich ziehe sie raus mit ein bisschen Kraft, kann alles warten und dann wieder reinschieben oder falls was ist, komme ich immer schnell dran und muss nicht immer Werkzeug dafür benutzen wie ein Akkuschrauber oder sowas, sondern ganz simpel einfach gehalten. I'm the clay being molded in the potter's hands. He's the king, victorious in every battle. He banished my weary soul. My mindset's been dismantled and it's like the harder that I try, the further I fall from my God. Yeah, don't you find that I'm trying to find my rest in you. I can't keep up this for some. Yeah, don't you find that I just need some time away. I'll plan out this great escape. I just want you. Oh yeah. I just want you. Ja, das war's. Lange Folge, hat sich jetzt bestimmt über 3 Wochen mal wieder gezogen. Aber wie das so eben ist, funktioniert nicht immer alles einwandfrei beim ersten Versuch. Aber es hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. So wie er jetzt steht, gefällt es mir sehr gut. Vorne könnte noch mal 2 Zentimeter tiefer. Aber ich wollte es jetzt am Anfang erstmal nicht übertreiben, erstmal ein Gefühl dafür kriegen, wie sich die ganze Geschichte so verhält. Muss man jetzt auch erst damit noch fahren. Und ja, mal gucken, was die Saison so bringt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und stay tuned.
as you overcame the world, the world, the world. You overcame the world, the world, the world. You overcame the world, the world, the world. Just for me, just for me. Cause you overcame the world, the world, the world. You overcame the world, the world, the world. You overcame the world, the world, the world. Just for me. Just for me. Jetzt muss ich mal vor dir sprechen, das ist ja wirklich. Geil, ne? Das ist richtig geil. Eigentlich passt sich das immer ab, wenn du nicht da bist. Ja!